Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir befinden uns gerade auf dem Moviepark-Parkplatz. Das ändert sich aber spätestens in 2 Stunden. Denn dann begeben wir uns Richtung Bielefeld und nehmen die Kirmes in Breckwede mit und fahren auch noch aus Osnabrück auf Kirmes. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Das Studio schon überstanden. Als nächstes gibt es Frühstück und dann erwartet euch ein kleines Videoprojekt. Aber nicht in diesem Video, dafür einfach mal hier vorbeischauen auf dem Kanal. Kommt in den nächsten Wochen wahrscheinlich online, aber es wird auf jeden Fall cool werden. Das ist die dümmste Idee, die man hätte machen können. Die dümmste. Das Videoprojekt ist im Kasten, schaut da gerne mal rein. Wir machen uns auf den Weg zu unserem ersten von beiden Kirmesplätzen. Also sehen wir uns in Bielefeld-Breckwede wieder. Angekommen in Bielefeld beginnt mit dem Bouncer mit Max and steht der Jetlag von Weber, der hat dieses Jahr neue Moving Heads bekommen. Das könnte ich auch euch ganz kurz zeigen. Da oben sieht man das. Und gerade bei Nacht sieht das richtig geil aus, wenn es irgendwo in der Umgebung ein paar Gebäude sind. Denn der strahlt ganz schön, die strahlen hin und her. Ja, wir cool! Du bist in der Bayern-Dunde! Wir werden soweit. Wir gucken mal. Na Leute, los, wir machen mal ein bisschen schneller. Und schieben den Ball aus, dann bringen wir den Motor mal hier auf Tour. Na, los geht's. Volle, volle, Baby. Volle, volle. Also es war echt intensiv, muss ich sagen. Deswegen hat sich echt gut gedreht. Wir hatten echt eine gute Fahrt, obwohl es ein Breaker Nummer 1 ist. Also es ist eine echt geile Fahrt. Und muss ich echt sagen, das war echt cool. Ich muss sagen, der Breaker gefällt mir recht gut, auch von der Optik her. Ist nicht so dieses Mainstream-mäßige. Hat irgendwie so einen American-Vibe, finde ich. Gefällt mir gut. Der Falter von Magen jetzt neuerdings. Der nimmt nur 5 Euro und das ist echt ziemlich viel Abteil. Blitznass und unfassbar dreckig. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hinbekommen habe. Geht es jetzt weiter von Bielefeld nach Osnabrück auf Hoffnung, dass es da keinen Regen gibt. So, wir sind jetzt angekommen auf dem nächsten und letzten Kirmesplatz und es ist trocken, meine Freunde. Es ist trocken und wir hoffen, es bleibt auch so. Die
letztes Jahr habt ihr vielleicht gesehen. Und es ist garantiert eigentlich, dass ihr über Kopf durch die Wand hochknallt, was euch so den Energieschub eures Lebens geben wird. Und ich bin einfach nur geschafft. Der Hype hat uns einfach nur gespielt. Wir sind oben die ganze Zeit. Wir haben uns raus und rein. Wir haben uns oben gestanden, der Stadt. Und uns überschlagen, wie so ein Topspin eigentlich. Auf einmal ging die Fahrt los. Und du wusstest nicht mehr, wo oben und unten ist. Das war völliger Orientierungsverlust. Ich wusste nicht mehr, was passiert. Auf einmal bewegen wir uns und knallen noch Kopf durch den Bahnhof. Wir können man kann sich nicht festhalten. Hauptsache, man hält die Kamera irgendwie fest. Ich habe ins Auge gefasst, ey. Guck mal, Jacke an. Also, krass. Der Streamer von Langhoff ist auch mit am Start hier. War ja früher der Streamer von Langhoff. Seid ihr aber auch schon seit höchstens drüber informiert. Da bin ich nämlich auch schon mit dem gefahren. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Schön unweit, denn ich fahre heute nicht. Next Stop. Kaisers Wilder Clown. Ein weiterer Account für mich und meine Accounting-Liste. Fährt einmal im Kreis und. Ihr werdet gleich sehen, was es ist. Ich habe Angst. Onboard-Fazit: Es ist der große Bruder von den kleinen Trucks, die im Kreis fahren mit der Mittelbergrinne. Aber hey, Count ist Count. Also, der wilde Clown, wir haben gerade gefragt, ist die Achterbahn. Der stand wohl mal in Deutschland, ist dann nach Frankreich verkauft worden, stand dann da eine Zeit lang. Jetzt haben sie den wohl zurückgekauft. Ich glaube, Kaiser ist es, ne?
Ja. Ja, hat den zurückgekauft. Ich glaube, die haben auch ein bisschen was gemacht, weil der sieht echt frisch aus. Ja, jetzt reist du wieder in Deutschland. Ist aber der große Bruder von der kleinen Truckbahn, die für die Kinder einmal im Kreis fährt. Ja. In Osnabrück. Ich hoffe, euch haben die Eindrücke gefallen und das war echt kranker Tag. Lasst gerne ein Like unten, aber da, um nichts mehr zu verpassen und bis zum nächsten Video.